Irgendwo hier, da lauern sie, die dunklen Gestalten. Sie sorgen im Horrormeisterlabyrinth Tütendorf für die Schockmomente. Man muss Spaß daran haben, definitiv. Und ansonsten geht das eigentlich ziemlich gut von alleine, weil es ist dunkel und die Leute haben schon Panik, wenn sie reinkommen. Herzlich willkommen bei uns! Ein Abenteuer, in das sich 8 waschechte Gruselfans stürzen wollen. Bevor wir reingehen, ein paar Regeln. Rauchen, Saufen, Kiffen und der Austausch von Körperflüssigkeiten in jeglicher Form ist da drinnen nicht gestattet. Also ich bin sehr gespannt, einfach erschreckt zu werden. Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, aber ich liebe das auch und schaue auch gerne Horrorfilme. Das wird, glaube ich, lustig und Erschreckmomente wird es auch definitiv geben, denke ich. Insgesamt 70 Minuten lang dauert der Gang durch das Maisfeld. Immer wieder läuft es den Besuchern dabei eiskalt den Rücken herunter. Dieses 4 Meter, teilweise 4 Meter hohe Maisfeld ist schon eine außergewöhnliche Atmosphäre, die wir hier einfach schaffen. Entscheidend für den Gruselerfolg sind aber auch die Darsteller. Sie müssen zu 100% in ihrer Rolle aufgehen, um zu richtigen Schreckgestalten zu werden. Auch Horrorclown Björn Kowitz bereitet sich schon seit Wochen vor. Einfach die Leute, die sich so doll erschrecken und die dann heulenderweise weglaufen von mir zum Beispiel oder sich auch mal einnässen. Und ja, das immer wieder zu sehen, macht richtig, richtig Spaß. In einem Alien-Labor müssen die Teilnehmer dann ihren Ekel überwinden. Hier an und zieht sich vorsichtig auseinander. Vorsichtig! Hier gehen einige bis an ihre Grenzen. Woran ich merke, dass das gelingt, das sind dann auch so kleine Momente, wenn ich sehe, da mache ich gerade wirklich was bei den Gästen. Also dann sei es so ein kleines Zurückzucken, weil ich die wirklich erschreckt habe oder weil ihnen das wirklich unangenehm ist. Mehr Blut, mehr Energie und Leben. Und dann. Ha! Im großen Finale muss die Gruppe dann die Anführerin der Außerirdischen besiegen. Auch selber davon begeistert sein und selber überzeugt sein von dem, was man tut und halt einfach aus sich rauskommen können. Also keine Angst zu haben, vielleicht auch mal anders zu sein, wie man sonst ist. Am Ende haben es aber alle aus dem Horrorirrgang rausgeschafft und das mit Gänsehaut am ganzen Körper. Ein voller Erfolg für die Darsteller. Es war super interessant. Es gab ganz viele Schreckmomente. Also da war teilweise wirklich Blut in den Adern gefroren. Noch bis in den Oktober hinein gibt es die Horrormais-Labyrinth-Vorführungen bei Kiel. Immer abends, am Wochenende, bis tief in die Nacht rein. Für alle Gruselfans, die sich trauen.